Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich bin Schwester Eva, die Pflegeexpertin. Und heute schauen wir uns mal genauer die Pflegefehler bei der SIS an. Warum gerade hier der Verzicht auf eine Hautinspektion und Risikoeinschätzung, nachdem Sie die SIS erstellt haben, ein häufiger Fehler ist bei einem Dekubitusrisiko und warum ich das so oft in meiner alltäglichen Praxis als Gutachterin für Pflegefehler beim medizinischen Dienst bemängeln muss. Doch bevor wir das machen, schauen wir uns natürlich noch mal ganz kurz die Grundlagen an. Und damit starten wir natürlich immer als Pflegefachkräfte mit dem Pflegeprozess. Denn zu Beginn eines pflegerischen Auftrages ist der Pflegeprozess immer dadurch einzuhalten, dass eine Informationssammlung, Pflegeanamnese, erfolgt. Denn nur so können Probleme und Ressourcen erkannt werden. Daraus leitet sich dann die Festlegung der Pflegeziele ab. Und es spielt keine Rolle, ob Sie natürlich hier den vierstufigen oder den sechsstufigen Pflegeprozess anwenden. Und als Informationssammlung oder als Pflegeanamnese dient uns natürlich immer die SIS, die strukturierte Informationssammlung. Und ich möchte hier insbesondere auf Themenfeld 2, Bewegung und Mobilität oder Mobilität und Beweglichkeit, eingehen und speziell natürlich immer hier nach dem Dekubitusrisiko Ausschau halten. Und das ist natürlich hier explizit der Risikofaktor für Dekubitus, den wir uns anschauen müssen, damit wir überhaupt das Themenfeld 2 richtig ausfüllen können. Die Risikofaktoren für den Dekubitus finden Sie im entsprechenden Expertenstandard auf der Seite 64. Und das gehen wir jetzt ganz kurz durch. Das ist natürlich immer eine verminderte Aktivität, Mobilität und auch damit möglicher Immobilität. Dazu zählen ein erhöhtes Lebensalter, eine verminderte sensorische Wahrnehmung, zum Beispiel durch eine Demenzerkrankung, durch Analgetikagaben mit Betäubungsmitteln oder auch Psychopharmaka. Inkontinenz ist mit einer der größten Risikofaktoren. Ebenso natürlich schon ein bereits vorhandener Dekubitus. Ein schlechter Ernährungszustand, Mangelernährung. Aber auch ganz wichtig zum Beispiel Grunderkrankungen, die eine verminderte Durchblutung und Sauerstoffversorgung der Haut bedingen. Zum Beispiel eine arterielle Hypertonie, Zustand nach Apoplex, eine PAVK und natürlich hier auch immer dran denken, dass es natürlich auch ein Diabetes mellitus ist. Ganz wichtiger, großer Risikofaktor für Dekubitus. Wenn Sie die SIS ausfüllen unter diesem Themenfeld 2, denken Sie immer an die Risikofaktoren und ob Ihr Bewohner, Bewohnerin oder Patient selbstständige Positionswechsel im Bett oder auch im Rollstuhl durchführen kann. Wenn Sie jetzt sich die Risikofaktoren genau angeschaut haben und geprüft haben, liegt auch nur einer dieser Risikofaktoren bei Ihrem Patienten vor? Ja, dann müssen Sie, ich habe das Ihnen hier angekreuzt, natürlich in Themenfeld 2 nur, ja, wir haben ein Dekubitus-Risiko entdeckt, ein mögliches. Dann muss immer angekreuzt werden, dass eine weitere Einschätzung notwendig ist, denn so will es der Expertenstandard. Liegt ein Risikofaktor vor, muss eine weitere Einschätzung erfolgen. Wenn das nicht ist, ist es schon der erste Punkt für einen Pflegefehler. Und so wird es auch begutachtet. Ja. Und das sehe ich sehr häufig in der Praxis, dass das falsch gemacht wird. Ja, also bitte, bitte, bitte denken Sie dran. Das führt uns natürlich dann auch zu den nächsten schwerwiegenden Punkten. Und das sind definitiv beides unabhängig voneinander Pflegefehler. Das erste ist die Hautinspektion. Der Expertenstandard, das liegt nicht an mir, sondern der Expertenstandard sagt es. Hier explizit: Eine Hautinspektion sollte als Teil des Risikoassessments so schnell wie möglich nach Aufnahme erfolgen, spätestens aber nach 8 Stunden. Also ich wiederhole nochmal, eine Hautinspektion muss spätestens nach 8 Stunden nach Aufnahme dokumentiert werden. Dokumentieren Sie die Ergebnisse, Rötung oder auch alles Blande, aber Sie müssen es dokumentieren und nicht den nächsten Tag oder nach 20 Stunden oder am dritten Tag, nachdem der Patient oder Bewohner da ist, sondern wirklich innerhalb von 8 Stunden. Ganz, ganz wichtig. Und dann kommen wir zum nächsten wichtigen Punkt, das ist das Risikoassessment. Auch hier steht im Expertenstandard, die Durchführung eines Risikoassessments sollte so schnell wie möglich
aber ebenfalls auf gar keinen Fall später als 8 Stunden nach Aufnahme erfolgen. Also auch hier müssen Sie ein Risikoassessment spätestens nach 8 Stunden durchführen. Und es wird geprüft. Und damit wir uns nochmal vor Augen führen, was Risikoassessments sind, gerne werden die Skalen verwendet. Ich glaube, die Braden-Skala ist die häufigste verwendete Skala. Die dürften Sie ohne Probleme kennen. Und sie prüft die 6 Hauptkriterien hier. Sensibilität, Feuchtigkeit, Aktivität, Mobilität, Ernährung und Reibungs- und Scherkräfte. Dann gibt es noch die Norton-Skala, die wird auch ganz gerne verwendet. Und die Norton-Skala bewertet allerdings hier nur 5 Kriterien. Das ist der körperliche Zustand, der geistige Zustand, Aktivität, Mobilität und Inkontinenz. Manchmal habe ich auch die Waterloo-Skala gesehen, aber die wird eher selten verwendet. Diese berücksichtigt ebenfalls verschiedene Faktoren wie Alter, Gewicht, Geschlecht, Kontinenz, Hautzustand, Ernährungszustand und Mobilität. Weniger bekannt hier im deutschen Raum sind die Cabin-Jackson-Skala, betrachtet ebenfalls die gleichen Faktoren, und noch seltener, glaube ich, eher in den USA wird die Glamorgan-Skala verwendet. Die bewertet allerdings nur hier Kriterien wie Körperzustand, Aktivität, Mobilität und Hautzustand. Und natürlich haben Sie recht, wenn Sie mir jetzt sagen, okay, aber der Expertenstandard sagt, es muss keine Skala mehr verwendet werden, muss ich Ihnen sagen, ja, da haben Sie recht. Nach dem Expertenstandard muss von einer Pflegefachkraft keine Skala mehr verwendet werden. Dennoch dürfen Sie nicht vergessen, Sie müssen diese differenzierte Risikoeinschätzung vorlegen, wo Sie alle notwendigen Faktoren berücksichtigen und dies aufschreiben. Also Sie können nicht einfach nur das in der Risikomatrix ankreuzen, sondern Sie müssen wirklich diese differenzierte Risikoeinschätzung vorlegen. Und ganz oft passiert es, und hier passieren wirklich die meisten Fehler, da müssen Sie darauf Acht geben, das Risiko, das Dekubitus-Risiko, wird nicht erkannt und es werden nicht alle Risikofaktoren beschrieben. Ja? Und auch hier prüft der medizinische Dienst bei Verdacht auf Pflegefehler ganz genau. Versuchen Sie, alle Risikofaktoren wirklich aufzuarbeiten. Letztens hatte ich einen Risikofaktor, da stand wortwörtlich in der strukturierten Informationssammlung drin: vollständige Übergabe bei der Intimpflege gleich Dekubitusrisiko. Ja, also Sie müssen hier wirklich genau Acht geben, was Sie reinschreiben. Das ist wirklich nicht nur ein einfach schnellen Formular, was noch neben der Pflege nervigerweise ausgefüllt werden muss, sondern es ist Teil der Pflegeplanung und hier wird ganz genau geprüft. Natürlich ist eine Übergabe der Intimpflege sicherlich kein Risikofaktor für einen Dekubitus. Und damit Sie nichts vergessen, empfehle ich immer, nehmen Sie die Skala her. Das geht schnell, Sie müssen nicht viel nachdenken und schon haben Sie das erledigt. Weil wir müssen ja auch ein bisschen Zeit einsparen mit der Dokumentation und nicht noch eine Stunde überlegen, welche Risikofaktoren hätten wir denn noch. Ja? Genau, wenn Sie das jetzt gemacht haben, sollten Sie immer schon im Hinterkopf den entsprechenden Maßnahmenplan haben. Was heißt es? Die wichtigsten Maßnahmen habe ich Ihnen hier nochmal aufgeführt. Das ist einmal Hautpflege durchführen und auch bitte dokumentieren und auch das verwendete Produkt dokumentieren. Denken Sie immer rechtzeitig an druckverteilende Hilfsmittel, Sitzkissen für einen Rollstuhl, Weichlagerungs- oder auch eine Wechseldruckmatratze. Zügig bitte verordnen lassen. Dann explizit wichtig, regelmäßiges Ergebnis eines Fingertests vermerken. Das sehe ich auch sehr selten in der Dokumentation, dass das gemacht wird und das muss ich ebenfalls leider häufig als Fehler begutachten. Sie müssen das Ergebnis, und zwar eines regelmäßig durchgeführten Fingertests, vermerken. Checken Sie kurz bei der Morgen- oder Abendpflege den Patienten durch, schauen Sie sich die Haut an, machen Sie den Fingerdrucktest, nicht in einer schon vorhandenen Wunde bitte, sondern an den anderen Prädilikationsstellen, an den Knochenvorsprüngen. Dann ist es natürlich Ihre Aufgabe, wenn selbstständige Positionierungswechsel nicht mehr durchgeführt werden können, dass Sie die Positionierungsmaßnahmen durchführen müssen. Planen Sie das Intervall und legen Sie dann natürlich einen Bewegungs- und Lagerungsplan an. Was auch wichtig ist, sind immer regelmäßige Beratungen.
Gewiss sind nicht alle Bewohner und Bewohnerinnen regelmäßig passend orientiert, dass man sie beraten kann. Aber dennoch müssen dann, wenn es Vorsorgebevollmächtigte gibt oder Angehörige, müssen sie dann regelmäßig nicht nur eine Beratung, sondern regelmäßig Beratungen zum Dekubitusrisiko durchführen. Wenn jemand Betreuer ist von einem Bewohner oder Bewohnerin, dann müssen sie den Betreuer über das Dekubitusrisiko regelmäßig beraten. Und sie müssen es natürlich auch wieder entsprechend dokumentieren, dass sie die Beratung durchgeführt haben. Gut, dann möchte ich das hier nochmal kurz zusammenfassen. Als gedanklicher Ablauf: Nach Aufnahme eines Bewohners oder einer Bewohnerin müssen Sie die SIS als Pflege- oder strukturierte Informationssammlung einfach als Pflegeanamnese Informationssammlung erstellen. Alles erfassen an Risikofaktoren, was jetzt in diesem Fall für ein Dekubitusrisiko zum Beispiel vorliegen. Das müssen Sie in Themenfeld 2 natürlich dokumentieren. In der Risikomatrix, wenn auch nur ein einziger Risikofaktor vorliegt, und ich sage mal zu 80% liegt immer ein Risikofaktor vor, bei Patienten die ins oder Bewohnern, die ins Pflegeheim einziehen, zumindest eine Inkontinenz, das ist ein Risikofaktor, dann müssen Sie in der Risikomatrix, ja, ein Dekubitusrisiko ist vorhanden, ja, eine weitere Einschätzung notwendig ankreuzen, denn das ist vorgeschrieben. Liegt ein Dekubitusrisiko vor, müssen Sie verpflichtend nach dem Expertenstandard die differenzierte Risikoeinschätzung durchführen. Machen Sie das nicht, muss ich das als Pflegefehler bewerten. Und natürlich löst es Druck aus, aber Sie müssen innerhalb von 8 Stunden nach Aufnahme diese Hautinspektion durchführen und die differenzierte Risikoeinschätzung auch noch dokumentieren. Und wie bereits erwähnt, nehmen Sie sich die Skala zu Hilfe. Das geht schneller und Sie vergessen auch nichts. Der nächste Schritt natürlich, planen Sie dann die entsprechenden Maßnahmen als Dekubitusprophylaxe. Dann kommen wir hier jetzt zur Präsentation. Diese Präsentation hier können Sie sich im Rahmen der Mitgliedschaft natürlich gerne kostenlos downloaden, ganz unkompliziert, und es ermöglicht Ihnen natürlich, das jederzeit und überall zu öffnen. Sie können natürlich auch gerne das mit Ihren Teammitgliedern teilen. Sie können diese Präsentation verwenden in Schulungen oder auch als Referenzmaterial intern. Das geht natürlich nur, wenn Sie hier einen Lizenzschlüssel haben. Den Link für den Lizenzschlüssel, den Sie erwerben können, habe ich Ihnen unten reingefügt. Ansonsten ist es eine Urheberrechtsverletzung, das müssen Sie beachten. Und der Link zum Download für diese Präsentation für Sie persönlich ist unten ebenfalls in der Videobeschreibung. So, ich hoffe, das Video hat gefallen. Sie denken etwas anders über die Risikoeinschätzung nach und wir sehen uns im nächsten Video. Eure Schwester Eva.